Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und weiter geht's mit einer Folge Horizon Zero Dawn. So, wir sind in Mutterherz angelangt und stehen kurz vor den Prüfungen. Theresa oder wie die hieß, hat uns gesagt, wir sollen auf jeden Fall erstmal rechts entlang gehen, weil wir da anscheinend auf einen alten Freund treffen, der sich sehr, sehr freut, wenn er uns wieder sieht. Ich denke mir, das ist der von der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, zweite Folge, glaube ich, war es, die wir da von den Maschinen gerettet haben. Aber jetzt speichern wir erstmal ab. Okay. So. In diese Richtung müsste er liegen. What is that? Interagieren. Ah, hier können wir uns die Hände wärmen. Diese Hitze macht mich fertig. Aloy! Du bist es, oder? Ja, Tepp, genau. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herdemaschine gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung. Ah, kein Rüstungshändler anscheinend. Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Okay, können wir uns da was aussuchen, oder was? Neue Rüstung der Nora-Kirin, genäht von Tepp mit von Ella entworfenen Details. Bietet keinen zusätzlichen Schutz, kann aber verbessert werden. Ach so. Okay, verstehe. Das sind die anderen Rüstungen, was wir kaufen könnten. Ja, wir nehmen auf jeden Fall mal das. Kaufen. Und ausrüsten. Genau, dann haben wir das schon mal drin. Und was haben wir noch? Effekt, ja. Blöd, dass man das jetzt nicht irgendwie vergleichen kann. Die schaut auf jeden Fall nice aus. 25, also wir haben weniger gesehen anscheinend. Na, ich warte jetzt erstmal noch. Und wir werden jetzt mal verkaufen. Was kann man hier verkaufen? Ne, wir verkaufen gar nichts. Ich würde sagen, wir heben uns das jetzt auf. Oder? Waffen können wir verkaufen. Modifikationen. Ja, das sehen wir uns jetzt alles erstmal auf, würde ich sagen. Da. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tepp. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut. Ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich... Okay. Okay, ich finde, sie sieht jetzt nicht recht anders aus.
Aber schon mal gut zu wissen, dass hier auf jeden Fall ein Händler ist. Für neue Rüstungen. So, ready. Die Mutter weiß, dass sie ihn hier sieht. Wenn das so weitergeht, wird sie mich niemals bemerken. Cool gemacht mit den Gesängen und alles. Ich hab da Lust. Dann müssen wir echt mal in das Haus hier reingucken. Moment. Wie war's? Schade, dass dieser Musikant vom letzten Mal nicht wieder da ist. Der mit dem langen. Und hier haben wir so eine kleine Hütte. Jacques, komm da runter! Du bist schon betrunken! Musst du auch noch auf Häuser klettern? Unserem Stamm angetan haben. Ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Okay, ich würde sagen, wir beginnen uns jetzt zu den Prüfungen. Okay, das ist die Hütte, wo von dir Tepp geredet hat. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Ja! Mörder und Versklaver! Hey! Erleuchtet Handel! Lass das sein! Nora Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötet ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit. Oh, was hat denn der da? Linie. Die Verkäuferer sahen deren Aufzügen heimlich an. Meine kleine Schwester. Ein unbekanntes Gerät unterfallen. Wurde denn guckst du denn an dieses Gerät mit einer sicheren Netzwerkverbindung? Sollten sie dann auch abstellen können? Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nichts für ungut. Dir steht er toll. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher.
Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. So, ich sollte zur Segnung gehen. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ich bin ein bisschen suspekt, der Typ. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Ich stelle dich sogar meiner Schwester vor. Sie hat noch mehr Verbindungen als ich. Ich dachte, der Sonnenkönig hätte sie entführt und geopfert. Ha! Entführt? Ja. Getötet? Nein. Ein paar Karja können Ersa nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt Hauptmann der gesamten Garde. Eine tolle Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal bei einem Drink. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. So, begib dich zur Segnungszeremonie. Gehen sie alle schon hin anscheinend? Eine Darbietung sollte die Zuschauer mitreißen. Da gehe ich ja lieber arbeiten, als mir das anzusehen. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier machen müssen. Wir beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. So, rede mit Teressa. Die ist da oben. Oh. Fortfahren. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Okidoki. Blasphemie. Schwestern. Sind alles ausgestoßen anscheinend? Vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Mach mal an die Huddel hier. So, für Rost. Meine Mutter für mich selbst. Rost zu Ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Schaut sehr cool aus. So, okay, schauen wir auch. Da ist Olin. Ich möchte Ihnen einiges sagen. Rede mit Olin. Optional. Das machen wir doch mal. Es ist an der Göttin, über die Karja zu richten. Nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Es ist an der Göttin, über die Karja zu richten. Nicht an mir. Genau, den reden wir jetzt nochmal. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Wo hast du... Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osram unser Anrecht nennen. Osram? Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben, vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle, aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stümmern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Dein Fokus hatte eine Fehlfunktion. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Na, das glaube ich nicht. Warum lügst du? Du bist ein schlechter Lügner.
Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem. Na, nicht gleich meins. So aggressiv werden. Wer bist du? Was machst du hier, Olin? Was machst du im Nora-Land? Eren brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken. Sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen. Auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Okay. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Okay. Vielleicht sorgt die Ausgestoßene für eine bisschen suspekt, der Typ. Okay, dann gehen wir mal zur Jägerhütte. Na, festgehangen hier. Das ist jedes Jahr das. Und speichern noch schnell. Jetzt lässt du mich aber rennen. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett, ausgestoßen, und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Da werden wir ja schon sehen, wer da näher rankommt. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit. Die kann schon eine kleine Zicke sein. Finde ich richtig cool. Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Okay. Stelle Bast zur Rede. Was ist los, ausgestoßen? Oder brauchst du... Sieht das geil aus. ...um mit wahren Nora zu sprechen. Hammergeil. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Wir haben uns schon sehen. Bloß schade für dich, dass ich gewinne. Ich habe ewig trainiert. Wenn du mich schlägst, werde ich ausgestoßener für immer. Gute Reise. Überschätze dich nur nicht. Du würdest nicht lange überleben. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Vergiss sie nie. Wenn Ross meinen Stein nicht abgelenkt hätte, wärst du jetzt einäugig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Kleiner Bengel. Rede mit Vala. Machen wir doch mal. Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht.
Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Lach ich doch. Da lach ich doch. So, dann schlafen wir mal. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Sie machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen ruh dich aus. Hauptquest abgeschlossen. Mutterherz. Jetzt geht los. Los, Aloy, gib Gas. Ist das jetzt schon die Erprobung oder nicht? Ja, Bein ziehen und runterschmeißen. Geil sieht es aus. Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Kannst meine Schuhe aufblasen. So, Leute, ich würde sagen, wir machen aber erst in der nächsten Folge weiter und schauen uns dann an, ob wir das hier gewinnen können. Die Erprobung. Und bis dann würde ich sagen, viel Spaß mit den anderen Folgen auch. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir ein Abo da, ein Like oder auch einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt dran, ciao, ciao. Euer Andi.